Grüßt euch alle zusammen. Heute wollen wir euch wieder mal ein neues Video rausbringen. Und zwar geht es heute mal um einen Golf 1.18 Turbo mit EFR 7670. Nagelt mich jetzt bitte nicht genau fest. Ich gucke dann nochmal, ob es ein 7670 war, aber ich dachte schon. Das Auto wurde von dem Kunden umgebaut. Wurde uns nur hergebracht zum Abstimmen. Und ich muss sagen, in so einem Auto macht das ganz schön vorwärts. Das sage selbst ich im vierten Gang Schluss. Ne? Aber wisst ihr selber, ne? Die Autos sind halt alle, wie soll ich sagen, wie sagt man, da spürt man halt noch alles drin. Ne, Philipp? Das sind noch alt und. Ja, sind noch alt, das ist noch Auto geworden. Ne? Da gibt es kein ESP oder sonstiges. Ja. Hier ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass diese Abstimmung mit dem Steuergerät M38 abgestimmt wurde. Natürlich wieder von mir und vom Andi, ne, gecharged. Und ja, ich muss sagen, bei dem Auto war das wirklich mal relativ problemlos, ne, wo gleich alles funktioniert hat. Und wir warten euch dann mal mitnehmen, Prüfstandlauf und werde ich dann auch mal bei der Fahrt mitnehmen, dann versuchen wir vielleicht einmal von der Außen noch irgendwas. Ja, kriegt man. Oh. Und dann müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall war das Gefühl brutal in dem Auto. Ja, bei der ganzen Sache haben wir hier 410 PS und 500 Newtonmeter. Und das ist schon ganz schön ordentlich. Es ging ja auch mehr, aber dann ist halt der Lader irgendwo komplett am Anschlag. Und das wollen wir nicht. Ja, umgebaut wurde das Auto, glaube ich, war nicht glaube ich, ist sogar umgebaut auf 6 Gramm. Also es ist schon eine echt coole Geschichte. Hat er schön gebaut, danke auch nochmal zur Verfügung stellen vom Fahrzeug und fürs Vertrauen vom Kunden. Ja, dann wollen wir nicht lange labern, nehmen wir mal Prüfstandlauf mit. Du tust mal filmen, Philipp. Mhm. Mit dem Lader. Das ist ein Oricorner 7064 mit S4 Luftmassenmesser und 6,30er Düsen. Mit dem PS hatte ich mich auch verquatscht, aber es ist nicht so wild. Und zwar hat das Fahrzeug jetzt momentan 430 PS und 517 Newtonmeter. Ihr seht ja die Kurven, die sehen auch immer aus wie eine Kurve wie die andere. Das ist halt immer ganz wichtig. Ne? Die Programmierung der M3.8 macht dann im Grunde genommen alles selber, wenn sie richtig programmiert ist. Und dafür sind wir jetzt spezialisiert, sage ich jetzt mal, oder mittlerweile können wir das schon sagen. Ja. Und wer da Bock drauf hat, kann sich gern bei uns melden. Wir stimmen solche Umbauten ab, alles kein Problem. Müssen zu uns gestellt werden, mindestens eine Woche, weil so eine Abstimmung ist nicht in 2 Minuten erledigt. Da gehört halt wirklich viel dazu, viel Locken. Viel Prüfstand, dann nochmal viel Straße, viel Teillast. Ja. Also man ist da schon 2-3 Tage beschäftigt, sag ich mal. Ja. Ja, aber dafür habt ihr es dann auch ordentlich. Meistens sind halt noch viele Fehler eingebaut vom Kunden. Unwissend, ne? Macht dann keiner mutwillig. Und ja, also wenn ihr da noch Bock habt, meldet euch bei uns. Ich würde sagen, bis später.